Hallo an alle, buongiorno a tutti. Mein Name ist Anna Pitarelli, ich bin von der Bürgerbewegung Neue Welle Bozen. Heute mit mir gemeinsam von der Bürgerbewegung Neue Welle Bozen sind, oggi insieme a me, del Movimento Civico Bolzano sull'Onda, ci sono Danilo Zambit e Luciano Di Dio. Wir waren zum Lokalanschein vor einigen Tagen an einem Becken, das sich am Fuße der Mülldeponie befindet, zwischen Bozen und Frankenrad. Dort, wo sich der Müll zersetzt und sogenanntes Sickerwasser produziert, das voll mit toxischen Metallen ist, wie zum Beispiel Arsen, Aluminium und Nickel. Abbiamo effettuato un sopralluogo alla vasca Oberhof ai piedi della discarica tra Bolzano e Frangarto. I rifiuti si decompongono e producono un liquido chiamato percolato che contiene numerosi metalli tossici, tra i quali arsenico, nickel, alluminio e altro. Ed ora alcuni dati tecnici della vasca Oberhof. La lunghezza della vasca è di 1,30 m, la larghezza è di 1,23 m, la capienza è di metri cubi 800 m, l'area superficiale utile è di 550 metri quadrati. A trasporto ci costa 400 euro, un camion contiene 30 metri cubi. Uno o due viaggi sono necessari a settimana. Quando le piogge sono più frequenti, facciamo da 3 a 4 viaggi a settimana. Das Becken umfasst eine Nutzungsfläche von 550 Quadratmetern und ein Fassungsvermögen von 800 Kubikmetern. Das Land veröffentlicht die Tabellen der monatlichen Niederschläge in Millimetern in der Stadt Bozen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Transport 400 Euro kostet pro Kubikmeter, dann ergibt das, dass lediglich im Jahr 2014 234.000 Euro zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
für die Entsorgung ausschließlich von Regenwasser ausgegeben wurden. Wenn man die Berechnung aufgrund der Niederschlagsmenge der letzten 20 Jahre hernimmt, dann ergibt sich daraus, dass über 3 Millionen Euro für die Entsorgung ausschließlich von Regenwasser ausgegeben wurden. Die Medien haben vor kurzem berichtet, dass die Verwaltung die Absicht hat, das Becken zu verdoppeln, aber damit würden sich natürlich auch die Kosten für die Entsorgung ausschließlich von Regenwasser verdoppeln. Considerando che un trasporto costa circa 400 euro al metro cubo, si evince che nel solo 2014 sono stati spesi 234.000 euro dei contribuenti per smaltire esclusivamente acqua piovana. Moltiplicate questa cifra per gli ultimi 20 anni e arriveremo ai 3 milioni di euro che stiamo denunciando. Abbiamo inoltre appreso, come tutti quanti, attraverso i mass media, che l'amministrazione ha intenzione di raddoppiare la superficie di questa vasca. Raddoppiare questa vasca senza prevedere una sua copertura significa andare a raddoppiare gli sprechi che ci sono stati finora. Um dieser Situation entgegenzuwirken, schlagen wir von der Bürgerbewegung Neue Welle Bozen vor, dass dieses Becken überdacht wird. Es gibt natürlich mehrere Überdachungsmöglichkeiten, die eben nur eine Minimalausgabe betragen würden. Damit, mit dieser Überdachung, wäre natürlich der Abtransport von ausschließlich Regenwasser hinfällig und man müsste dann nur mehr das Sickerwasser bei Bedarf abtransportieren. Die eingesparten Ausgaben könnten stattdessen in die Bonifizierung der Mülldeponie investiert werden. Thank you.